müsst ihr am Convex warten, der kommt da hinten angekrochen. Convex hier, heute Geburtstagskind, da. Ich kann nicht mehr da jüngste. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday to you. To ihm. Happy Birthday to ihm. So, okay, weshalb sind wir denn heute hier? Heute ist der Tag, an dem das wilde Herz geboren wurde. Also heute fängt es sozusagen an, also ab heute steht es in jedem Laden. Und, das ist dann nicht so. Genau. Und wir spielen hier heute ein Konzert, ein Record-Release-Konzert, also das Konzert überhaupt. Und vor allen Dingen hier im Rahmen von Marquis de Sade. Ist ja da oben. Mhm. Und Gregor, ja. Rock'n'Roll und was? Fette Beute! Ja, hier, wa? Das ist unser Backstage. Schön, werden wir uns nachher vor dem Konzert ein bisschen hinlegen und so. Hier Mr. Maroni freut sich schon. Oh, ein toller Backstage, wa? Naja, man ist halt so, ne? Ja, ist der Backstage. Fehlende Couch. Inklusiv. Ist der rüber oder so wie zu dir? Und dann ist es. Hallo. Ja. Ja. Ich habe extra ein schönes Schleifchen im Haar. Schön so Release. Es ist mein Rekord-Release-Schleifchen. Passend zum CD-Cover. So, hallo lieber Block. Jetzt hier, wir sind jetzt circa eine Stunde vor Stage Time. Hinten seht ihr unser neues wildes Herz Backdrop. Ganz toll. Und angestrahlt von Rodan Production, ja. Anton. Und in einer Stunde geht's los. Wir sind schon ganz da oben. Rock'n'Roll. Ist ja voll der Herzalarm hier. Ich nicht der bin, auf den ihr wartet, aber trotzdem danke für die Begrüßung. Wir haben leider ein kleines Problem. Es liegt nicht daran, dass die Jungs arrogant geworden sind oder keinen Bock auf euch haben. Nee, die sind genauso heiß auf diese Show wie ihr, aber wir haben das Problem, dass wir halt noch die letzte Vorstellung von Marquis de Sade warten müssen. Die verspätet sich leider um 10 bis 15 Minuten. Thank you.
jetzt bin ich da. Mein wildes Herz, jetzt bin ich hier. Und egal was auch passiert, du